Herzlich willkommen zurück, immer noch im Turm von Gordovan, beziehungsweise wieder im Turm. Ich habe nämlich jetzt hier während den zwei Aufnahmen ein paar Kleinigkeiten sozusagen erledigt. Zum einen habe ich vergessen, es gab ja noch eine Belohnung in Pandoria dafür, dass wir da das tolle Schwert rausgeholt haben. Das habe ich schnell mal geholt, also die Belohnung dafür. Ebenso habe ich mich, da muss man zugeben, ein bisschen hochtrainiert jetzt, weil ich etwas machen werde, was viele, die das Spiel gespielt haben, für unmöglich hielten. Beziehungsweise das irgendwie im Internet gelesen haben und sich dachten, nee, das kann doch nicht sein und das geht doch nicht und so weiter. Ja. Darum habe ich auch noch, also das war einer der Gründe, warum ich auch diesen Modus hier gewählt habe. Hier, ihr seht, mein Level ist doch ein Stückchen höher. So, und was habe ich ebenfalls noch gemacht? Ach ja, ich habe mir noch was Kleines eingekauft. Bin dazu zurück nach Lunaria. Falls ihr euch erinnert, das war in eins der Königreiche. Dort gab es ja in dem Hotel, gab es ja so ein kleines Casino oben. Dort bin ich hin und habe mir ein bestimmtes Item gekauft, welches ihr dann jetzt gleich beim Endboss zu sehen bekommt. Und ja, was könnte ich noch sagen, was so gemacht wurde? Ach ja, eine Sache noch, da hatte ich zwar wenig mit zu tun, aber es ist trotzdem passiert. Das liebe kleine Kapselmonster hat eine neue Attacke bekommen, die sich Chaos nennt. Also ich hoffe mal echt für euch, dass ihr die jetzt noch irgendwie bei den nächsten paar Monstern seht. Weil, also, ja, haut ordentlich rein, macht halt ungefähr genauso viel Schaden wie sein Fomi-Schlag. Wenn nicht sogar noch mehr, aber das an alle Gegner, also das ist echt eine Nummer für sich. Wir können ja mal hoch, nein, warte. Mal gucken, vielleicht haben wir ja wieder Glück. Nee, na okay, diesmal nicht. Aber man sieht schon, er haut schon ordentlich rein, also der Typ, mit dem ist echt nicht gut Kirschen essen, würde ich sagen. Da ist es, also ihr seht schon, haut ordentlich rein und auch was für ein Glück das jetzt schon wieder war. Zuerst kriegt dieses behinderte Juwel da gleich irgendwie. Jetzt sage ich von mir, hier, guck mal, ich würde was Lustiges passieren und da passiert auch noch was Lustiges. Was soll denn das? Naja, nicht lustig, aber ihr wisst, was ich meine. Also es passiert genau das, was ich sage. So, verdammt. Ich werde nicht zu Unrecht Orakel von einigen meinen Kumpels genannt. Aber gut, wir sind hier oben schon beim Endgegner rum, haben davor aber jetzt noch einiges zu tun. Und zwar muss ich ein bisschen umdisponieren. Und zwar wird in diesem Fight definitiv Maxim unsere Sachen, also die stärksten Sachen bekommen. Danach Imchen hier. Ich muss gerade mal was gucken. Ah, okay, jetzt ist perfekt. Yep. So. Dann hoch geht's weiter mit ihr. Und sie auch noch was. So, erstmal für Maxim. Er kriegt hier den Muskelring. Ebenso wie. Oh, was ist am stärksten? Ja. Auf jeden Fall. Er kriegt das Satyrjuwel, einfach nur, dass er auch noch irgendwas zum Angreifen hat. Hier, das ist jetzt eigentlich relativ egal. Gehen wir hier noch den Adlerstein, dass er ein bisschen schneller ist. So, dann machen wir erstmal hier weiter. Das geben wir ihm da. Das bringt ihm gar nichts, der ist vergeben. Kriegt halt Magieabwehr, ist immer noch ganz ordentlich. Für sie jetzt den Jagorring, dass er noch ein bisschen schneller ist. Und ja, am besten eigentlich auch Magieabwehr, weil zaubern wird es ja jetzt eh nicht. Von daher passt das schon so. So, gucken wir mal, was haben wir denn noch so. Da übrigens hier das angesprochene Item, Statue. Werden uns noch einmal kurz heilen. So. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen, weil da geht's auch schon in den Fight. Also, erstmal ins Gelaber, aber oh mein Gott, da ist er! Ah! Ihr seht, Höllenfürsten bevorzugen einen etwas mächtigen Auftritt.
Nicht so wie irgendwelche kleinen, schwachen Irduas oder sonstige Viecher, die wir schon besiegt haben, die einfach nur da sind oder kurz dahin kommen. Er macht erstmal piu, 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 und dann ist er erst da und dann, wow, denkst du dir, oh mein Gott, das ist der Meister der Zerstörung. Aber wir denken uns einfach nur, Bitch. Gut, so. Muss überlegen, nein, so. Jetzt werdet ihr auch sehen, was das Ganze kann. Ist nämlich wirklich doch praktisches Item. Gut, bringt jetzt natürlich überhaupt gar nichts. Aber ihr seht, halt jeden mit 200 Leben. Das ist definitiv schon ordentlich. Also, ja. So wird's auch dann, also das, darum musste ich mich auch ein bisschen hochtrainieren. Weil ansonsten wäre das schon ziemlich schwul, wenn ich jetzt hier irgendwie mit einem Schlag sterben würde. Also beziehungsweise die unsere zwei schwachen kleinen Mädels hier. Das ist schon ganz praktisch, wenn die halt irgendwie einen Schlag überleben. Gut, dann können wir Chaosbombe machen. Dass Maxim und Guy halt einen Schlag überleben. Also besonders auch noch der hier, der ist jetzt noch ein bisschen schwächer. Den sollten eigentlich alle, na okay. Unser Cups-Monster geht da leider schon mal hin. Oh, macht die viel Schaden. Oh mein Gott. Aber ja, ihr seht, also die Heilung immer wieder notwendig. Ich hoffe nur, ich habe mich hoch genug trainiert, sodass wirklich, ja, einmal geht noch. Ich hoffe, ich habe mich hoch genug trainiert, dass die nicht sterben, weil er kriegt 203 Schaden von einem normalen Angriff. Ich weiß jetzt nicht, wie gut seine Abwehr ist, aber eigentlich sollte die auch noch besser sein als die von Tier und Seelan. Also, naja. Egal, also wir haben unseren Maxim definitiv jetzt genug gestärkt. Und können dann jetzt anfangen. Ah, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Und können jetzt anfangen, ein wenig auf den Putzhorn. Oh, okay, nur noch. Also, nur noch 187 Schaden von ihm. Wäre, glaube ich, immer noch viel zu viel. Denk nicht, dass Tier oder Seelan das über. Ich glaube, die hatten beide so was wie 150. 150, 160. Ist dann leider doch nicht ganz so viel. Das macht Schmerzgriff. Reduziert hier. Oh, doch, das ist ganz praktisch. Das machen wir mal. Also, wir probieren noch mal einmal eine Attacke mit der guten Tier. Ja, doch, also normale Attacke wäre dann doch zu viel für unsere weiblichen Begleiterin. Darum doch ganz praktisch, dass ich schon ein bisschen trainiert habe, wenigstens, dass Maxim und Guy immer überleben würden. Weil ansonsten hätte ich echt ein verficktes Problem. So, aber genug Probleme selber gehabt. Wir wollen jetzt unseren Gegner hier mal ein paar Probleme machen. Hoffe, ich mache jetzt mal endlich ein bisschen Schaden. Probieren wir mal, ob das vielleicht noch ein bisschen was bringt. Ist natürlich schlecht, wenn Maxim angegriffen wird, wenn er schon volle Zornpunkte hat, weil der Kälteschock ist auf jeden Fall, also er ist nicht mal sozusagen anfällig auf Kälte, aber macht doch ordentlich Schaden. Na, das macht leider nicht ganz so viel Schaden, wie ich mir das erhofft hatte. Darum werden wir ihn nochmal einfach so hochheilen. Gucken wir, ob wir, vielleicht kriegen wir Tier ja noch schneller als den guten Gardes. Das wäre ganz lustig und... Oh, wie knapp das war. Also, damit habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Und das ist das Problem. Wenn halt eine von beiden sterben würde und ich genau mit dieser Person halt die Gruppe heilen will, habe ich dann halt echt in der nächsten Runde ein Problem. Das ist schon ziemlich beschissen. Darum
Ja, ist auf jeden Fall praktisch, dass sie beide halt diesen Standardangriff überleben, also wirklich immer überleben, also okay, nochmal von vorne, weil ich mich da selber gerade ein bisschen verwirrt habe. Den Standardangriff natürlich, da haben beide, hat der einen Schaden rausgehauen, ach, oh mein Gott, schön, schön. Beide haben natürlich starke Probleme mit dem Standardangriff, wie wir hier sehen, aber beide sterben, also verdammt, es ist echt, okay, trotzdem egal, sie sterben nicht, das ist genau mein Ziel, das ich wollte durch das Trainieren. Und ja, dass auch beide hundertprozentig nicht dadurch sterben, dass sie eben diese Vielfachattacke abbekommen. Und, also ich bin echt verwundert, muss ich sagen. Für gewöhnlich, also ist zwar schon klar, dass Guy hier ordentlich Damage und so weiter machen kann, aber für gewöhnlich ist es dann doch, es ist dann doch Maxim, der halt hier im Kampf mehr zeigen kann. Das wundert mich ehrlich gesagt ein kleines bisschen, aber gut, es stört mich jetzt nicht, dass Guy so ordentlich reinhaut, weil das heißt im Endeffekt, dass der liebe gute Gardes nicht mehr allzu viel entgegenzusetzen hat. Gut, das Hochpower bringt jetzt nicht mehr ganz so viel. Ich denke aber auch, es wird maximal nur noch ein oder zwei Runden und dann ist er auch besiegt. Aber, also definitiv ohne Statue oder dann mindestens auf Level 30 ist der Kampf echt so gut wie unmöglich. Zwar nicht komplett unmöglich, man kann ihn auch theoretisch komplett alleine mit Maxim und Guy natürlich machen. Wobei ist die Frage, dann müsste man sich auch wieder nur mit Statue heilen, weil alles andere ist einfach zu schwach. Aber es gibt auch sonst irgendwie kein Item, was mehrere Teammitglieder mehrere 100 HP gibt. Der Zauber ist zwar natürlich auch möglich, also stark, aber das Problem da ist halt, dass Maxim nicht der beste Zaubertyp ist und dementsprechend ist natürlich auch die Heilung geringer als jetzt zum Beispiel von Selan und Tier, die aber einfach nur dauerhaft sterben würden, wenn man nicht trainieren würde davor. Also wie gesagt, natürlich möglich ist es, aber ich denke, ich habe hier schon einen relativ guten Weg gefunden und das war es immer noch nicht, aber ich denke, es ist echt nur noch, ja, ein, zwei Runden dürfte es vielleicht noch sein, kann sich da doch leicht verschaffen. Und also ich muss mal gleich die Abwehrpunkte von den beiden oder allgemein von allen vergleichen, weil mich wurmt das echt, dass Guy so viel mehr Schaden bekommen hat. Weil ich meine, Tier hat normalen Hit überlebt, Selan jetzt sogar schon zweimal. Warum? Was soll das? Ich bin echt ein bisschen verwirrt. So, dass sie das überleben, ist ja normal, haben wir schon oft gesehen. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass so mir langsam die Statuen ausgehen. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht mehr allzu lang. Oh man, noch 5 Stück ist natürlich jetzt nicht so viel, aber sollte genug sein. Da, aber Maxim hat jetzt auch mehr Schaden bekommen als Selan oder Tier. Also, ach natürlich, die stehen ja auch vorne. Aha, und da ist er vorbei und so cool wie Keulenfürsten kommen, gehen sie aus, sie sterben echt spektakulär, könnte man sagen. Reihe für Reihe verschwindet sie. Verschwindet er natürlich. Und man sieht hier, also es ist ordentliche Erfahrung dabei. Und auch ziemlich viel Kohle. Mal gucken. Also 2 Level-Ups, 3 Level-Ups, 4 Level-Ups. Ja. Das Geräusch kommt jetzt noch ein bisschen. Schade natürlich, dass das Kapselmonster dabei gestorben ist, aber das war zu erwarten. Und jetzt die Gardesklinge. Für gewöhnlich eine Waffe, die man ja eigentlich sonst nur in der Ahnenhöhle bekommen kann. Das heißt, sie ist auch schon jetzt echt verdammt mächtig. Und was für ein schlechter Spielverderber. Weißt du, wir haben ihn besiegt, was soll denn der Mist? So würde es eigentlich für normalerweise aussehen, wenn man den Kampf verliert, weil, sagen wir mal so, vom Spiel ist es vorgesehen, dass man den nicht schafft, wenn man auch sonst halt normal hingegangen wäre, ohne
ordentlich zu trainieren oder sich halt da mit Statue einzudecken, würde der Kampf auch so ausgehen. Ist halt alles okay, man kann hier sterben, weil Iris taucht auch mal wieder auf und macht einen auf Retter. So, und da sagt sie auch schon, dass wir auch schon zwei Leute gefunden haben, die letztendlich bei uns in der Truppe bleiben werden. Wer sich natürlich ganz am Anfang meinen Safe Stats angeguckt hat, wird natürlich auch gesehen haben, hey, das wusste ich ja schon, da waren ja schon zwei, ich meine, du warst Level 99, natürlich werden die irgendwie bis zum Ende dabei bleiben. Aber jetzt natürlich nochmal hier von Iris confirmed sozusagen, dass beide drin bleiben und Tia nicht. Dass jetzt irgendwie da bei Tia keine Gedankenbase gekommen ist von wegen, hey, warum ich nicht oder was ist mit mir oder sonst was. Ich meine, gut, man merkt schon, dass sie über was nachgedacht hat, aber man hätte doch, finde ich, die Gedanken schon rausbringen können. Wäre auf jeden Fall interessant gewesen. So, wir schnappen uns schnell noch eine Waffe und ich glaube ein Schild. Yep. So, hier, wir sind auch wieder komplett geheilt. Haben auch unsere Zornpunkte noch, ganz praktisch. Weil für gewöhnlich wird man ja sterben, hat die dann nicht mehr. So. Achso, nein, warte mal. Wir müssen ja erstmal... Nein, er kriegt... Da. Ach ja, hier, Gasesklinge. Ich wollte euch ja mal zeigen. So, nein. Moment. Eine Sache noch, bevor ich das mache. So. 400 fucking 4 Schaden. Wir gucken uns hier mal das mit den anderen Waffen an. Also erst jetzt die Waffe und besonders die Zornattacke ist auch heftig. Besonders natürlich für Endgegner. Wenn du einen Endgegner da 8-mal hintereinander aufs Maul gehen kannst, das ist echt heftig. So, jetzt braucht Maxim noch vielleicht ein paar Sachen. Genau. Gehen wir mal das hier. Und, ist erstmal egal. So, ach, wir haben ja hier ganz praktisch Flucht. So. Ach nein, wir müssen ja erstmal müssen wir... Oh, nein. So. So. Und da wollen wir hin. So, ach so, nee, wir gehen erstmal noch nicht zum König, weil der will natürlich eine kleine Berichterstattung haben von wegen was los, etc. bla. Aber ich werde jetzt natürlich erstmal speichern, weil wir haben gar das besiegt. Das ist halt... ich hätte ja ganz am Anfang ein bisschen so gesagt von wegen, hey, wir versuchen den unbesiegbaren Gegner zu besiegen und so weiter und dies und das und der. Und das war ja, also wie gesagt, von der Storyline ist normalerweise so vorgesehen, dass man diesen Kampf nicht schaffen kann. Ich dachte mir, hey, nee, ich will meinen Zuschauern hier ein bisschen was zeigen, auch ein bisschen was mehr von dem Spiel als eigentlich möglich oder nötig. Möglich ist natürlich, ich habe es ja gerade gezeigt. Aber ich habe gespeichert und ich freue mich jetzt erstmal. Darum würde ich sagen, das war's für den Part und bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.